Und Donkey, wie gefällt dir das Kamikaze-Kastell? Hm, was denn das? Eine Fliege? Die kriegst du schon. Lass dich bloß nicht ärgern. Hast du etwa... Schluck einfach runter. Ja, Leute. Wir sind in der siebten Welt angekommen und die macht eine Menge Gaudi. Wir waren bereits im Ballsaal und in der Bücherei im Gewächshaus. Und laufen jetzt spiralförmig die Burg immer weiter hinauf. Tiny hat schon verdammt viele Bananen eingollected. Wir waren bei Cranky, haben uns einen Trank verdient. Ist Banana Porter 5. Auf dem obersten Turm thront Snide. Er weiß Bescheid. Eine Regenbogenmünze. Sind wir zwar nach oben gegangen und haben die 5 Banana Porter aktiviert, aber hingegen nicht die unten. Dass wir uns wieder nach unten kämpfen müssen. Das hätte ich ein bisschen schlauer anstellen können, da gebe ich zu. Aber ich bin einfach der Bananenspur gefolgt. Ganz stumpf. So. Hallo, was stehst du denn da so rum? Hier über die Hängebrücke und dann sind wir da. Die schmeißen wir alle an. Oben war zwar noch ein Turm mit einer Lenky-Platte, aber da brauchen wir noch einen Move von Funky. Ein Upgrade. Und das hier ist das Tauschfass, auf das man in dieser Welt vertrauen sollte. Das ist halt eine unmittelbare Umgebung der Banana Porter, die nach oben führen. Aber hier ist noch ein Weg, der in die Burg reingeht. Dann mal ganz kurz mal looken, ob hier im Wasser vielleicht was Wichtiges ist. Würde mich wundern, ne? Also an der Stelle auf jeden Fall nicht. Komm, wir gehen erstmal rein. Da muss ich mich tatsächlich auch mal kurz orientieren. Nimm mit. Wermutstropfen dieser Welt sind eben diese Bananenpfade, dass man ständig wechseln muss, aber das Problem haben wir ja nicht. Da haut sich aus den Latschen was. Und hier ist Candy. Würde mich wundern, wenn die noch irgendetwas für uns hat. Aber Fragen kostet nichts. Doch, was denn? Nochmal stärker machen, ne? Für 9 Münzen kann ich dein Instrument upgraden. Du wirst nicht enttäuscht sein. Ja gut, wir benutzen das ja nicht außerhalb von Musikplatten. Das haut dir eh alle Gegner aus den Latschen, also ich bitte dich. Du willst nur Geld machen. Ich habe jetzt alle eure Instrumente geupgradet, so hatten die mehr musikalische Energie. Das war alles, was ich tun kann. Da war auch das Xylophon von Banjo-Kazooie aus dem Intro. Habt ihr das gesehen? So ein paar Easter Eggs sind in ihrer Hütte schon drin. Okay, das war Candy. Ich glaube, Funky ist hier nicht. Das war ein anderer Weg, ne? Ja, ja. Aber nicht schlimm, wenn wir erstmal hier lang gehen. Naja. Insofern, wir müssen den Weg quasi doppelt gehen. Weil ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich brauche den Funky Move hier überall. Ja, das ist ja lame. Nintendo Wii. Einfach so ein Bonusfass. Schlägt doch dem Fass den Boden aus. Welcome to Bonus Stage. Ach. Pille-Palle. Lass mich mal kurz die Schlangen füttern hier. Dass man auch die Chance verpasst hat, den quasi wie Radley aussehen zu lassen. Radley war grün. Aber na gut. Rare war da anscheinend der farbliche Kontrast wichtiger als so ein Easter Egg in dem Sinne. Wenn man immer mal sieht, wie unser Eins uns Fanboys zu mancher Charakter oder irgendwelche spielerischen Elemente sehr wichtig sind, am Herzen liegen, muss man immer wieder sagen, dass Rare als die Schöpfer eigentlich gar nicht so krass an den ganzen Sachen zu hängen scheinen. Wenn man alleine sieht, dass sie quasi Dixie ersetzt haben durch Tiny, wenn du so willst.
was sie auch gesagt haben, ihr könnt jederzeit immer neue Kongs erfinden, was ich denen auch glaube. Ne? Also ich glaube, es gab irgendeine Frage, ich weiß nicht mehr an wen, aber vor nicht allzu vielen Jahren, wo es hieß, wenn du ein neues Donkey Kong machen würdest, würde der und der Kong zurückkehren oder wie ist denn das? Da hieß es auch, wir würden vermutlich wie immer einfach neue Kongs erfinden. Und ja, ist wirklich wahr, ne? Klar. Während Fans immer so dieses Gedankengut haben, alles zurückzubringen, was sie schon kennen und lieben. Aber das, hat das nicht irgendein Philosoph gesagt, dass wenn du immer wieder nur das machst, was du schon kennst, dann bleibst du immer, was du schon bist. Da gibt es so einen ganz deepen Spruch. Okay, jetzt bin ich hier wieder rausgekommen. Das ist okay, das ist okay, das ist okay. Ich muss ganz kurz, das ist weiter unten, glaube ich sogar tatsächlich. Den Weg finden zu Funky. Hier hat uns die Bananenspur, glaube ich, hoch... Nee, aber hier müssen wir lang. So, ganz am Fuße des Berges ist diese Gruft. Ist das deine überhaupt? Nee, Diddy's. Kein weiterer Kommentar nötig. Okay, nicht schlecht. Ja gut, machen wir erstmal, ne? Der Weg wird uns jetzt zu Funky führen. Dieses Geistergestöhne. Großartig. Hallo, mein guter Star. Was er uns gibt, ne? Yo, Linky, gib mir 7 Münzen und ich upgrade deinen Shooter. Das machen wir. Wow, ihr benutzt diese Dinger ja wirklich. Also, hier ist ein Sniper-Mode. Du kannst jetzt anzielen und ranzoomen mit C rechts und links. Das war's, ihr habt mich komplett ausgenommen. Also zeigt es jetzt den Echsenköpfen. Wir sehen uns in Mario Kart 8, hoffe ich. Das hoffe ich auch. Aber ach, das bist gar nicht du. Okay. Wollen wir überhaupt Zielsuchmunition weiterfarmen? Was wollen wir eigentlich? Gut, dann lassen wir uns erstmal die Gruft vervollständigen, in der wir uns gerade befinden. Hier gibt es nämlich 2 Wege vom Kasplatten aus. Aber hier ist meine größte Angst, dass man cheest. War das nicht auch Nikansonics Angst? Diese Stelle zum Beispiel? Oder ich verbinde es auf jeden Fall damit. Dass man hier auch wieder, ähnlich wie in der zweiten Welt, mit bestimmten Kongs reingehen soll. Und auch wieder rausgehen. Dass es vielleicht ein bisschen broken ist, wenn du da einfach mit dieser Mod mittendrin wechselst. Aber wir gucken einfach mal. Tiny und Lanky sollen hier rein. Ja, ändert ja nichts an der Tatsache, glaube ich. Ach, auf Zeit. Ja, ja, und deswegen ist er... Ja, schon okay. Ja, Prost. Ich muss erstmal gucken. Ich weiß noch nicht mal, ob ich links oder rechts lang muss. Hat mir auch keiner gesagt. Aber ich würde sagen links. Na, also schon mal ein bisschen Zeit rausgeholt, du. Ich glaube, das war ein bisschen knapp, aber gut machbar. Das muss der Weg sein, auf jeden Fall. Ja, geht schon klar. Ich wusste nicht, wie der sich bewegt. Nee, du hast hier keinen Vorteil, wenn du die Kongs wechselst. Das ist schon. Wenn das Spiel das so will, dann ist das so. Ist in Ordnung. Der fest vorgeschriebene Bereiche, wenn du so möchtest. Vertraue den Lianen. Sie sind eure Freunde. Jüpp, am besten einfach im Rhythmus. Das Wichtige ist hier, man muss, anders als wie bei einem Mario... Was machst du denn? Frag nicht.
Anders wie bei Mario 64 muss man sich in Donkey Kong 64 nicht ausrichten, bevor man von sowas wegspringt, sondern einfach A drücken und dann geht er in die Richtung. Es gibt ja nur zwei Richtungen, die man springen kann. Quasi vorwärts und rückwärts. Das ist idiotensicher, hätte ich gesagt. So, und dass ich jetzt nicht wieder komplett rauslaufen muss, um mit Tiny hier hinzukommen, das finde ich jetzt allerdings ganz nett. Ich mache einfach so. Alter, die haben Bananen schon voll. Was ist denn los? Und hier für diese Aufgabe wüsste ich auch keinen besseren Kong als die Tiny. Händeringend, würde ich sagen. Gehen Sie mir hier doch zur Hand. Die haben ein Händchen für sowas. Mal gucken, wohin deswegs. Ja, ja, ja. Instant Death. Darf ich da rein, bitte? Auch vollkommen die falsche Reihenfolge. Verdient. Ja, verdient. Grüne Sutsche. Gar nicht gesund. Das muss einfach schon mal erwähnt werden. Grüne Sutsche. Nee, du. Brauchen wir nicht, wollen wir nicht, können wir nicht. Eigentlich kannst du da schon rüber. Komm, mach einfach. Warum wir gezielt alle Tiny-Missionen angegangen sind, ist halt auch das andere Geheimnis, das ich euch nicht beantworten kann. Ah, das ist jetzt sehr wahrscheinlich wieder blöder Rhythmus. Na gut. Das ist halt eine Strat, ne? Damage Boost. Bin ich schneller wieder raus hier. Jetzt aber raus hier. Ja, ich war mir nicht sicher, wo ich Funky Smooth hier unten überall noch brauche. Deswegen habe ich Funky erstmal aufgesucht. Ich glaube, hier zum Beispiel braucht man ihn. Kann das? Eine halbe Melone? Eine ganze Melone? Oder so. Dann wäre bestimmt auch gegangen. Aber ich wollte tatsächlich so. Hi. Da wollte ich noch mit, da wollte ich noch rein. Okidoki. Ihr habt gesehen, wie viele Kongs hier nötig sind. Deswegen gibt es hier sogar drei Banana-Porter. Wann hatten wir das denn zuletzt? Azteken-Arena, ne? Der große Tempel. Aber da waren zwei. Hier gibt es sogar drei. Genießt die Gruftatmosphäre mit dem Nebel am Boden. Ist doch toll, oder? Ist das toll? Ich finde es toll. Mit diesem N64-Charme dazu. Die Schalter sind schief. Typisches Diddy-Rätsel. Aber soll ich euch was sagen? Ich glaube, hier musst du die richtige Reihenfolge machen, aber auch die falsche. Du mit der falschen Reihenfolge kriegst du hier die Gegner, aber in diesem Ding ist halt auch de facto ein fucking Ballon. Und den übersehen halt auch viele, weil die halt die Aufgabe lieber richtig machen. Instinktiv. Aber immerhin sind die so kulant. Und ich glaube, du kannst, selbst wenn du die Aufgabe richtig gemacht hast, den Sarg immer noch öffnen. Oder ja, die Särge. Das ist jetzt nicht missable. Generell wäre das ja äußerst fies, ne?
wenn die hingehen würden und sagen würden, tja, du kriegst die Bananen jetzt nicht mehr. Dann dürfen die auch keinen Ballon da verstecken. Das wäre so fies, das würde man kennen. Wenn das so wäre. Okay. Das war der Weg Nummer 1. Aber hier hat sich der Weg doch noch abgezweigt, ne? Die Frage ist, welcher Kong ist nötig? Der Boss. Show ihm, wo ist der Boss? Und dann jedes Mal rauslatschen. Nee, nee, das ist es nicht. Also dann hätte man hier auch ein Tauschfass in dieser Gruft machen sollen, finde ich. Ole, Hebel, wir sehen welche. Das sind so einfache Rätsel. Deswegen, da geht es mehr um die Ausführung und weniger ums Rätsel. Ja. Das bisschen Kombinationsgabe. Aber warum war das jetzt falsch? Witzig, ne? Warum war das jetzt falsch? Muss man sich die Spiegel verkehrt vorstellen? Oder ist es auch eine Reihenfolge? Verarschen? Ja, kaum rede ich das nieder, ist es irgendwie Fail von mir. Als ob, ich kann keine Reihenfolge erkennen. Das sind die richtigen anscheinend, aber... Naja, dann ist das so. Oh, das ist noch eine Lorenfahrt. Ach du Scheiße. Komm, wie viel verlangt das? In die Gruft gehen, in der Gruft den Donkey Kong Path finden, dann die Hebel und dann noch das hier. Überlebe die Geisterbahn und sammle 25 Münzen. Es kommt noch eins. Eigentlich war doch schon die Chunky-Bahn eine Geisterbahn, oder nicht? Er geht immer noch gruseliger. Hat was von DKC 2, ne? Mit, fuck. Allein wegen dem Geister-Setting, aber... Mit dem Kollegen Cackle. Und Mr. X, und wie die alle sich schimpften. Mit 25 ist ja nix. Stell mich halt auch nur gerade ein bisschen gut an, ne? Weil ich aber auch schon weiß, was auf mich zukommt. Blindspieler kacken ab. Ne? Ja, jetzt sieht man nicht so viel. Ein bisschen Crash Bandicoot oder Sonic Adventure Ice Cap Style. Hört sich an, als hätte er sehr großen Spaß hier. Hat man einen Hit getankt. Aber ursprünglich waren die Anforderungen auch sehr viel höher, ne? Ich glaube, in der ersten Loren-Mission sollte man 100 Münzen sammeln und solche Sachen. Das haben sie nach unten korrigiert. Aus nachvollziehbaren Gründen. Aber ich guck mal, was ich hier erreichen könnte. Wäre eine 50 drin? Bestimmt, ne? Also die Grabsteine habe ich oft nicht kommen sehen. Fand ich ein bisschen random. Aber geht eigentlich. Ich hab das nicht durchspeeden wie von der Tarantel gestochen. Alter, steil bergauf mit der Karriere. Wünsche nur das Beste, Donkey. Ja, von da oben gibt's nur einen Weg. Und zwar rückwärts. Oh, fuck. Alles wieder zurück? Ist das derselbe Weg? Jetzt auf jeden Fall noch. Hat man wirklich alles nochmal zurück? Wäre witzig. Mir ist jemals aufgefallen,
Grabsteine sind auch schon raus, so. Mir macht das Spaß. Ich hab Freude. Ja, das Beschleunigen war jetzt halt auch... Das musst du auch umdenken. Jetzt nicht mehr nach vorne drücken, sondern nach hinten, quasi was sein vorne ist. Kurz auf R gekommen, deswegen mach ich das hier. R wie rückwärts, müsst ihr sehen. Naja, 50 Münzen wären ein bisschen ambitioniert, ich geb's zu. Aber 25 sind gefordert. Weil auf dem Rückweg halt auch keine mehr liegen, weil du die schon alle hast. Yeah! Nimm diese Banane, ich will aus diesem gruseligen Loch raus. Was ist mit Chunky jetzt schon los, ey? Warum hat Chunky noch nichts getan? Ah, wohlverdiente goldene Banane, wunderbar. Immer tiefer hinab in die Kacke geritten, so ist recht. Und Weg Nummer 3. Ich weiß gar nicht, wer noch rein kann. Tiny? Chunky. Also ich hab's gesagt, bevor ich die Ananas gesehen habe, ne? Einfach aus logischer Schlussfolgerung heraus. Der hat noch keine Banane. Ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst vor grünen Bananen. Die sind überreif. Frühreif. Ja, bist du sicher, dass es gut ist, was du da tust, Junkie? Wobei, die haben einfach nur seine Sachen darin versteckt, also... Kann er das schon mal anmerken? Kann er das schon mal kritisieren? Welcome to Bonus Stage. Mhm. Schieß auf die Klapptops. Freilich. Aber das mit dem Anzoomen eigentlich habe ich noch gar nicht gezeigt jetzt. Witzig. Sollte ich mal. Na, was bist du so schnell? Was spawnst du denn immer? Relativ mittig eigentlich. Sie haben wie ein gequältes Hündchen. Hören sich gequälte Krokodile wirklich so an? Oder Alligatoren? Was ist ein Klapptrap eigentlich genau? Mini-Alligator, wenn du so willst. Ach, Leute, ich werde alt. Na, endlich. Hast du verdient, Großer? Hast du verdient? Wo sind eigentlich die Bananenfeen? Ich vermisse die bislang noch. Ich vermisse dich so. Vielleicht hier drin. Ich glaube, dafür gibt's nichts, ne? Vielleicht aber doch. Nee, hätten wir doch mal eine Fee geben können dafür. Naja. Weit gefehlt. Ja, dann haben wir den Abschnitt jetzt komplett gelöst, ne? Also 3 auf der Seite, 2 auf der anderen Seite. Macht 5. Aber von jedem Eingab, wa? Fantastisch. Ich weiß nicht, ob mir das jemals aufgefallen ist. Dass sie sich ergänzen, die Aufgaben. War da noch was? Ja. Kann man so sagen. Hier ist noch was. Jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier. Wenn wir jetzt ganz unten sind auf dem Berg, dann werden wir erstmal die untersten Seiten abarbeiten, ne? Ist doch nervig, wisst ihr. Da kehrt man doch nicht hin zurück auf Bananenmünzen. Die vergisst man und fertig ist der Lack.
schmaler Grat. Bis zum Wahnsinn, nicht wahr? Ist deiner? Fuck. Damn it. Hat er mich? Warum? Ich dachte, ich komme. Wisst ihr was? Der ist genau da. Und ich komme jetzt nicht so hin. Ja, jetzt können wir in den Baumstumpf rein. Das können wir. Didi muss auch rumfliegen. Mit seinem geliebten Jetpack. Da wäre es nämlich. Ist das die Stelle oder Welteneingang? Das ist der Welteneingang. Unsichtbare Wand in der, mitten in der Luft. Geil. Abgefedert. Dann kannst du das ja nicht abfedern hier. Das nennen die jetzt Sniper, wisst ihr? Ich dachte kurz, sie wären grün. Aber ich bin wohl einfach grün hinter den Ohren. So. Fehlt noch eine. Das haben wir, ne? Das sind wir rausgekommen. In diesem anderen Gruftdurchweg, da ist noch was. Hier sind Troff und Scoff. Dann stürze ich mich in den Abgrund, um die Level. Ja, nee. Doch. Aber ich verabschiede mich allmählich. Im nächsten Part gehen wir erstmal in den Baumstumpf. In den einen kruftigen Weg. Und anschließend, ja, ganz oben wäre noch was. Ich glaube, auf dem Weg hat Chunky noch eine Bücherei gehabt. Ne, ein Museum. Ja, das ergibt sich schon. Ein Feini ist die Welt. Ein Feini. Also, seid auch das nächste Mal wieder dabei. Und bis dann und ciao.